Ich habe das dann aufgetan, ich habe nicht gewusst, was drin ist. Aber was drin war, sind so einzelne Poster. Ja. Lara Croft. Darum habe ich den Verdacht, dass mir jemand von den Zuschauern und Zuschauerinnen das geschickt hat. Es ist ja verdammt geil, dass du das zugeschickt hast. Ja, also beängstigend ist, dass sie deine Adresse haben. Du Schiss! Das ist ein bisschen beängstigend. Das war ein bisschen beängstigend, ja. Aber ja. Vielleicht ist es nur ein Verdacht. Oh, es war Antrags drin. Sehr surreal gesehen, weil es so wie eine Postkarte gesehen, wo jemand gezwungen ist worden zum Schreiben. Ich so, ja, wir sind hier, hier ist schön. Ist das nicht jede Postkarte? Jede Postkarte, die ich jemals in meinem Leben verschickt habe, ist eine erzwungene Postkarte. Das sagt, glaube ich, mehr über dich als über das Konzept ja. von Postkarte. Hallo und herzlich willkommen beim Berner Jugendtreff. Ich bin euer Host, der Jules. Wir sind zwei von meinen drei Co-Hosts da. Der Johnny ist da. Hallo. Und der Reto ist da. Hallo Julian, hallo zusammen. Es ist gut, dass du das übernimmst. Ja, jemand muss. Ja. Ich habe schon mal Gedanken gespielt, dass es nicht abbricht. Ja, ich finde, es ist wie, ich will überhaupt nicht die Catchphrase weißt, für mich beanspruchen, aber ich finde, jemand muss wie die Stellung halten. Ja, es ist der Weltballon in Luft behalten, ja, genau. Wow. Das ist die olympische Fackel, die muss weitergedreht werden. Absolut, genau. Das darf nie löschen. Für immer. Oder bis 100 Folgen. Du tust das immer so. Egal. Ja, aber ich finde es inzwischen recht lustig. Es ist so ominös. Ich habe so ein bisschen Angst. Dass wir vor der 100. Folge. Oder vor 100. Hast du überhaupt schon mal eine Sendung gesagt? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war nur in unserem internen Drama. Wir können es einfach Zuhörer und Zuhörerinnen. Zuhörerinnen. 20 Jahre soziale Entwicklung. Die patriarchalische Umgang. Für die Boys da draussen. Die patriarchalische Gender-Stand ist ein Cartoon. Okay, das schnell für die Leute draussen ein bisschen aufrollen. Eben, ich habe mal auf dem Balkon, wo wir hier vor oder nachher der Fall waren, auf dem Balkon und chillen, sie gesehen, habe ich gesagt, so, ja, also, ich wollte einfach unbedingt bis 100 Folgen. Du hast den Satz angefangen mit, hey, wie lange wollen wir das noch machen? Und dann haben wir so gesagt, ja, 100 müssen wir schon machen. Wollt ihr das für immer machen, Boys? Also, ja, das ist lange, so eine von den Jules-Fragen, die meinen, er hätte gleich einen Termin mit der Ex-Sitzung. Wow! Im Fall. Ich habe mir so ein bisschen vorverschieben. Dann müssen wir uns ein bisschen sputen. Ich finde das super geil, wie ich in meinem Kopf alle so Sachen kurz wegrücke. Ja. Weißt du, also, ja. Eben, in meinem Kopf war es voll so gewesen, wie ich so hoffnungsvoll wäre. Ich habe zugegangen und gesagt, ey, es war eine coole Folge und ich freue mich, dass wir jetzt 100 Folgen werden machen, mindestens. Aber anscheinend ist es nicht der Fall. Nein, es war eine Folge und wir haben gefunden, der Johnny hat dann so gefunden, irgendwie ist so einen komischen Groove aufgekommen. Sie sind auch so ein bisschen deprimiert. Ah, hast du den Wurm dann gesehen? Ja, aber den Wurm dann gesehen, aber niemand weiss, wieso. Nein, weil dann im Nachhinein war es eine von diesen Folgen, die ich persönliche Rückmeldungen habe, als eine easy Folge gewesen. Die Leute haben gerne, wenn es uns schlecht geht. Ja, komisches Zeichen. Doch ein bisschen wie mir, bei dir. Ja, offenbar. Ah, nein, schön. Und nachher, anscheinend habe ich nachher einfach kurz vor den Tränen schon angetroffen, um nur bis 100 Folgen zu machen. Und das ist nachher so ein bisschen die Zahl, die jetzt im Raum steht. Wo man nicht genau weiss. Wo man nicht genau weiss, ob das wirklich der Moment ist, wo wir durch den Stecker ziehen oder nicht. Ich glaube, wir haben doch einfach das Hauptvoll-Ending gemacht, dass wir die 100. wieder live machen. Das war, glaube ich, der letzte Gedanke. Aber eben, wir können ja das ominöse Ding über uns behalten, für irgendwie, so wie, weißt du, Spenden einzutreiben, wie es geht ein bisschen die Welt um. Ja, ja. Also es ist echt so ein Fake-Drama-Start. Also auf dem basiert ja YouTube. Einfach so einen weirden Countdown machen und dann so das ganze Ding. Ja. Wo wir noch mit der letzten Feedback-Runde haben probiert, noch mal zu retten, was nicht so wir probieren es immer noch, den Karo aus dem Dreck zu stimmt, das ist eigentlich ein guter Teil für die Storyline. Das ist so, ja, für das Drama. Ja, dann haben sie probiert, dann haben sie... Nicht wirklich extern, aber er muss einen Mediator angehören. Ja, mal, doch, das letzte Mal haben wir herausgefunden, dass ich ein bisschen extern bin, weil der Einzige wirklich ein zynisches Arschloch ist. So, fair. Also quasi externe Perspektive. Also, welche Folge ist das jetzt? 89? Das ist die 89. Folge. 89? 89, Baby. Dun. Wow. Ja, wir haben noch 11. Ah, shit, wir müssen gleich Sven mal fragen. Welcher Sven? Den, wo wir letztes Mal die Folge daheim gemacht haben, die Live-Folge.
Du bist auch dort gesehen. Ah. Hey, nein, falsch. Anderer Name. Aber du bist Björn. Wir sagen, ja. Ja. Ich den Namen aus Sicherheitsgründen, weil kein Part. Hey. Also sowieso live, das, um das Thema noch schnell abzuschließen, wäre schon mal wieder ein Thema. Vielleicht können die Leute in die Kommentare schreiben. Ja. Aber ich hätte schon mal Bock, wieder einen Live-Podcast zu machen. Ja, unbedingt. Ja. Ja. Wow, ja. Ja. Du auch, Juice. Ja, natürlich. Juice durchgelassen. Bist du müde oder krank? Nein, Juice ist nervig. Sehr negative fucking Optionen. Du bist so ein bisschen durch, wirklich so. Müde, krank. Ich kann ja losreden. Nee, Im Gegensatz zu... Der Juice, nein, ich weiß genau. Der Juice hat sich jetzt eigentlich gerade vorgestellt, wenn ich fucking Mikrofon muss durch die Stadt schleifen. Das ist passiert. Nein, ich probiere euch ein bisschen loszureden. Das ist aber das Feedback, das ich bekomme, dass wir uns nicht loszureden, dass wir uns ins Wort fallen. Das ist für dich. Huere hart, vor allem jetzt die ersten 5 Minuten. Mann. Und wir sind nur zu dritt. Aber es stimmt schon, wir sind brave, professionelle Podcaster. Das sehen wir, ja. Wenn man etwas kann sagen über uns, ist, dass wir professionelle Podcaster sind. Und wir probieren die Feedbacks aufzunehmen. Also oh ja. Wir sollten mal nicht reinzureden. Komm. Was hast du mit meinen Augen gesagt? Sie sehen verdammt klein aus, oder was? So hast du gemacht. Ja, es sieht so ein bisschen... Du bist also so ein bisschen... Also weißt, nicht, ich meine es überhaupt nicht negativ. Du bist so ein bisschen müde oder so ein bisschen angeschlagen. Hast du Karte, das ist aber nicht sehr Stop Asian Hate von dir. Ja, bist du mir am Asian Hate, Bro? What the fuck? Oh ja. Nee, du bist Dan, Mann. Du bist schon genug gestraft. Das macht es nur mehr rassistischer von dir. Das nehme ich zurück. Einer von den Boys hat mir gestern ein Video geschickt über Dänemark. Über den Höchstpunkt in Dänemark ist geredet worden. Oh, dürfen wir raten? Ja. Musst einen Meter angeben. Ja. Es ist über Wasserspiegel, also über Meeresspiegel. Ist über Wasserspiegel. Ja. Ist nicht so wie Holland, wo es minus 10 ist. Nein. Also, ich sage, der Höchstpunkt von Holland. Nein, von Dänemark. Wo ist immer noch zu? So? Ja. Der höchste Punkt von Dänemark. Jetzt bin ich, das ist noch schwierig, ich bin hure schlecht in so Sachen. Aber als Vergleich der Gurte ist etwas. Das ist irgendwie was? 700 oder 800 oder was? Ja, aber da, ich habe das Gefühl, 500. Echt. 500? Ja. Nein. Das ist nicht so. Können wir nachher schauen. Ja. Also, ich würde sagen, der Höchstpunkt von Dänemark ist 682 Meter. Das ist ein guter Guess. Ich würde sagen, der Höchstpunkt von Dänemark, weil seltsamerweise hat mein Mitbewohner wahrscheinlich das gleiche oder ähnliche Video gesehen. Er hat mir auch erzählt, aber er hat mir nicht keine Daten gesagt. Beziehungsweise keine Nummern. Und ich sage mal, er ist so bei 30 Meter oder so? Nein, ein bisschen mehr musst du denen zutrauen. Es ist irgendwie 170 Meter, wo der Höchstpunkt ist. Ohne Scheiß! Ja, voll, ja. 170 Meter über Meer? Ja, voll. Es ist ein Hügel. Und es heißt irgendetwas Biau, also irgendetwas Berg. Also, es ist echt so. Ohne Scheiß! Ja, voll, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Haus gibt, das höher ist. Es gibt, klar. Also, technisch gesehen ist der Höchstpunkt in Dänemark ein Hochhaus. Ja, aber sie sind ja halt einfach Boden. Also, ja. Ach krass. Genau. Weil Kopenhagen hat ja nicht hure Wochenkratzer, oder nicht so krass. Ein paar so kleine, so wie hier in Bern, so die Towers und so, was hat. Aber, keine über 100 Meter? Nein, ich glaube nicht so grobe Towers. Ach krass, ja. 170 Meter? Ja. Wollt ihr nur raten, wie hoch der Gurt ist über Meer? Ich sage etwas 700. Irgendetwas. Spinnend, ich sage 300 Meter oder so. 858 Meter. Was? Meter. Ja. Ja. Der ist 300, der ist 316 Meter über Bern. Das ist guter Content. Wieder guter Content. Apropos, ja. Perfekte Überlegung. Wir haben den lehrreichen Teil abgeschlossen. Ja. Jetzt kann ich sagen wir mal, mehr in meinem Telefon-Podcast. Und zwar, ich habe den perfekten Prank herausgefunden. Aber im Lara Croft-Bildchen heimschicken. Was? Geht, aber nein, meine, die kennen die OPs, wo Ladies sich wieder zu Jungfrau können machen. Nein. Das wäre nicht so neu. Was, wo man sich das wieder dazu machen kann, oder was? Ja, wo das Jungfrauenhütchen wieder zusammengeknallt werden und dann ist man wieder Jungfrau. Weil das ist so, wie das funktioniert, offenbar. Ich will ja nicht hier Träume zerreissen, aber das ist nicht so, wie es funktioniert, oder? Also. Ich weiß nicht, es gibt eben, was man gemacht. Okay. Und ich denke, da gibt es das sicher auch für Dudes. Ja, die Jungfräulichkeit in der Herrsche. Ja, und das wäre der beste Prank, was es gibt. Aha. Wenn jemand einfach, ja komm,
komm zu mir, komm übernachten und er tust einen Arzt darstellen, tut ihn wieder zur Jungfrau machen. Und dann am nächsten Morgen wacht er auf, 43, 4 Kinder, wieder Jungfrau. Und dann wieder von den Boys fertig gemacht. Oder? Ohne Loser. Ja, aber halt, was ist das Indiz bei den Männern für die Jungfräulichkeit? Ja, Johnny, was ist es? Ja, Johnny, was kann man dort wieder annehmen oder zunehmen? Ja. Alles Mögliche. Aber was macht dich zur Jungfrau? Die Unschuld. Das ist, ja, wahrscheinlich. Du bist nämlich die Jungfrau Unschuld. Wieder chirurgisch annehmen. Wieder her. Ja, Medizin. Du bist einfach künstlich in dir. Ja. Aber die Männer haben keine Jungfrau, das hat das heute ja nicht. Ja, aber das macht schon bei den Frauen keinen Sinn. Ey. Ja, ey, ja, ja. Natürlich nicht. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ah, es macht schon ein bisschen mehr Sinn als bei den Boys. Es ist einfach, ja. Mir hat es einfach lustig durch den nächsten Morgen, also du machst auf. Best Prank. Yeah. Das ist schon ein guter Prank. Aber ich wollte schnell darauf zurückkommen, du hast vorhin gesagt, Lara Croft Bildchen heimschicken, sind ein guter Prank. Also, ich weiß ja nicht, ich tue es für verschiedenen Orten wie ansetzen. Ich war eines Tages daheim gewesen. Und dann habe ich so einen grossen Brief, die jetzt daheim, die es nicht sehen, ich habe so ein A4-Kuvert, habe ich im Briefkasten gehabt mit meiner Adresse drauf. Logischerweise, macht das Sinn. Die Person, die es gemacht hat, 1,85 gezahlt. Also ich habe das nicht aufgetan, ich habe nicht gewusst, was drin ist. Und was drin ist, war, ich würde es gerne mit euch teilen, es sind so einzelne Poster. So einzelne Poster vor einzig Waren. Ja. Lara Croft. Baby. Und das Beste ist ja, weißt du, da hinten drauf sind alle zusammensetzt. Was? Kalender. Da hast du eine grosse Lara, für die, die es nicht sehen, selbstverständlich nicht, Angelina Jolie, sondern Lara Croft in Game 4, in viereckiger Game 4. Und man muss sagen, es ist ein Kalender alles zusammen und er ist datiert mit 1998. Ja, schau mal. Alter, wie hure geil ist das. Oh shit, schau mal. Fuck. Das habe ich im Briefkasten gehabt und ich habe keine Ahnung. Ich sage euch jetzt mal, es ist nicht so, dass ich das selber abstelle. Das kann ich euch wirklich so sagen. Vielleicht deine Freundin. Wow! Das ist heiss. Meine Freundin war eben dabei, als ich das Kuvert aufgetan habe. Und dann gesagt, was ist das? Und dann hast du müssen einen Lüger finden. Nein, ich habe gesagt, sicher die Huren Tuppe vom Jugendtreffen. Ey. Also, jetzt ist es so. Ich habe gedacht, ich bin nicht sicher, ob wir doch mal in der Folge über das Gerät. Ich glaube, über die Familie USB-Stick. Ja, nee, aber es war noch weiter vorher, als wir mal so darüber haben geredet. Und ich glaube, ich habe das mal erwähnt. Darum ist mein Verdacht, dass jemand von euch, das streitet jetzt natürlich ab, jemand von euch oder jemand von den Zuhörern und Zuhörerinnen mir das hat zugeschickt. Also du überschätzt sicher meine Willigkeit, jeglichen Aufwand zu betreiben. Erstens das. Ja. Zweitens, ich wäre dafür, dass wir hier und jetzt ein Veto-Recht starten. Das quasi einmal pro Folge hat jeder das Veto-Recht, die absolute Wahrheit von jemandem herauszufinden. Weißt du, wir verarschen uns ja gegen gerne, oder? Aber das ist nachher einfach so eine Karte, die man spielen kann, die nachher heisst, im Fall, jetzt musst du mir die Wahrheit sagen und das Veto-Recht gilt, das ist das Allerheiligste vom Podcast. Okay. Sozusagen das Indianer-Ero. Und dann musst du auch, wenn es eine Verarschung ist, musst du mit der Sprache. Ja, voll. Aber wir sollten es natürlich nur brauchen für wirklich, wenn man eben so wichtige Sachen wie jetzt die Lara Croft zum Beispiel. Poster, für Zwecke persönlicher Bereicherung, wie zum Beispiel, was ist die PIN-Code? Darf man nicht. Nein. Gut, spannende Sachen, würde ich gerne hier von meinem Veto-Recht Gebrauch machen. Ich bin selber dafür, ja. Ja, also, hat immer den Kalender geschickt. 100% nicht. 100% nicht. Wenn ich den bei mir daheim hätte, wäre er angerammt und über meinem Bett. Also ich schenke dir nicht, Johnny, du kannst noch. Darf ich einen? Der dürft unter euch aufteilen. Der dürft unter euch aufteilen. Können wir einen Rahmen oder Starschnitt hier aufhängen? Das können wir sehr gut. Das ist ein grosser Rahmen, aber das können wir sehr gut. Ja, wir machen schnell einen teuren Rahmen. Ja. Noch schnell sagen, merci für die Person, die mir das geschickt hat. Ist sehr aufmerksam. Ich will das nicht. Ich finde es wirklich lustig. Weil ich glaube, ich habe einen von denen, ich glaube, die hat es dann mal in so einem Game-Dings gegeben oder im Bravo oder was auch immer. Und ich habe ja auch das habe ich dann schon mal erzählt. Und
Darum habe ich den Verdacht, dass mir jemand von den Zuschauern und Zuschauerinnen das geschickt hat. So. Also mein Bild im Kopf war der kleine Reto, wie er so zum Beispiel eine Tour-Werbesendung vorstellt. Und all diese Poster kriegen für 9,99 Euro. Es ist ja huere geil, dass du es zugeschickt hast. Ja, also beängstigend ist, dass sie deine Adresse haben. Du Shit. Das ist doch ein bisschen beängstigend. Das ist falsch. Das ist ein Nachsendeauftrag. Das war ein bisschen beängstigend, ja. Aber ja. Vielleicht ist es nur ein Verdacht. Oh, es war Antrags drin. Ah. Ah. Bin Laden! Hey, abschließend möchte ich sagen, merci vielmals, das ist sehr aufmerksam. Das zeugt ja von aufmerksamen Hörern und Hörerinnen. Mhm. Und es ist ja nett gemeint. Ein bisschen sexistisch, aber nett gemeint. Aber... Ich finde nicht, dass es sexy ist. Wenn jemand von euch den... Sexy vielleicht. Ja. Wenn jemand von euch den Wetter darf, der unter euch aufteilen. Und ich habe keine Verwendung daheim, wo Bild... Also ja. Wo die deine Freundin verwirrt hat. Mhm. Ja, also ja. Wenn ich es nicht aufgehängt hätte, hätte es mich auch verwutscht. Also, ich weiß, es noch viel schlimmer gewesen. Nee, du hast können gaslighten und ich sage schon die ganze Zeit da gehabt. Ja. Ich fände es allerdings sehr gut, wenn das, weißt, das ist der Hugo, wo du drauf stirbst. Ja. So, nein! Lara Croft Poster oder irgendwas. Oh, das ist schon geil. Das wäre sehr krass. Aber ja. Das ist meine Story zum... Es ist ein bisschen creepy, weil es vielleicht so plötzlich im Briefkasten war. Ich weiß auch nicht, ob es jemand von Ihnen war. Hat auch keinen Absender drauf. Ja, ja, kann ich auch gegenüber... Wie, also wenn ich sage Vetorecht, dann muss jetzt die Person, die es mir geschickt hat, in den Kommentaren auch schreiben. Die sind nicht im Berner Jugendtreffrecht. Also die, das ist... Ah, okay. Das geht nur hier. Das ist das Hoheitsgebiet von Berner Jugendtreffrecht. Aber wenn jetzt der Host nicht da ist, dann muss ich ja nächstes Mal auch darauf antworten. Jawohl. Quasi, wenn du wieder dein Veto durchschreibst. Ja, aber das geht jetzt noch unter das Veto. Also wenn wir einmal oder, pro Folge oder einmal pro Saison. Eins pro Folge. Das ist sehr viel. Ja, aber eben, darum sage ich... Machen wir auch 5 Folgen. Okay, ja. Und wir werden sicher zählen. Ja. Dann haben wir noch 2 Mal bis zur 100. Also wenn einer von uns gehört, den Job möchte übernehmen, der Veto-Rechtsverwalter. Ja, das Reto. Ja, jetzt muss ich noch sagen. Wow, ja. Feuer auf allen Zylinder. Aber hey, wenn wir schon bei anonymen Leuten sind, wir haben einfach anonyme Bierspenden bekommen. Oh. Hey, geschickt. Bin Laden! Nein, also eine sehr generöse Bierspende, aber von also, auch eine E-Mail-Adresse, die extra dafür gemacht ist, worden, wo auch so aus nichts besteht, oder? Und keine Adresse dahinter, nichts. Also von dem her, merci vielmals. Also keine Message dabei gesehen, ja. Nichts. Aber merci vielmals, es ist sehr lieb und wir wissen es natürlich zu schätzen. Das ist, dass du uns hier so ein bisschen den Spirit auferhalten. So schaffen wir es noch bis zur 100. Folge. Nicht nüchtern wäre das nicht machbar. Aber merci vielmals an die Person, die das geschickt hat. Das merci lieb. Person. Genau, dann können wir auch noch schnell unsere Supporters anhauen natürlich. Das sind auch die Leute, wo wir schnell ein Dankeschön raushauen. Wie immer, unsere absolut lieben Supporter. Der Don Pascale, der Jona und Luschi, der Krigo Böhlen, der Ro, der Sandro und der Fabu. Merci vielmals. Vielleicht habt ihr jetzt gehört, dass ich Jona und Luschi gesagt habe. Ja, habe ich jetzt gehört. Gut. Weil ich weiß nicht, ob ihr das Drama mitbekommen habt in den Kommentaren. In den Kommentaren habe ich es nicht mitbekommen. Das ist Drama. Ich habe es ja letztes Mal angesprochen, oder? Wegen dem Shoutout. Genau, und der Luschi hat im Kommentar vor der letzten Folge gesagt, dass er zutiefst gekränkt ist, verständlicherweise, weil ich gesagt habe, der Luschi ist nicht Supporter, nur der Jona. Aber das ist nicht der Fall. Sie teilen sich das. Okay. Und ich will mich hier offiziell und vom tiefsten Herzen entschuldigen beim Luschi, weil das ein inakzeptabler Fehler von mir war, dass ich ihn als Nicht-Supporter habe bezeichnet, wo er eigentlich ist. Und das ist ganz schlimm. Und für das will ich mich entschuldigen. Ja. Sorry, Jona und Luschi. Oder? Sorry, ja, absolut zu Recht. Sie sind verrückt auf dich. Ja. Und wenn auch dir eure Emotionen möchtet verletzt bekommen vom Schuss. Link ist in der Beschreibung. Dann könnt ihr auch dir linken. Nein, aber es ist natürlich sehr lieb von all den Leuten, die uns supporten und Bier und alles. Ja. Ich muss auch noch etwas richtigstellen von letztem Mal. Ich habe nämlich auch einen Fehler gemacht. Oh, und zwar, muss ich jetzt schnell schauen.
Ich habe alles richtig gemacht. Letzte du hast keinen einzigen Fehler gemacht, Johnny. Also einmal nicht, wo jemand verwünscht hat. Das heisst nein. Ja, ja, letztes Mal erzählt von dem Chinchilla-Getränk, wo wir da der Kollegen wegen dem Spitznamen und so. Und ich habe dort meinem Partner im Crime für die Mission vergessen, ein Shoutout zu geben. Oder möchte ich an dieser Stelle noch ein Shoutout, ein Vergessungs-Shoutout von der letzten Folge, Simi Kindler, überreichen. Simi Kindler. Shoutout Simi. Er war Mitbegründer von dieser Idee vom Chinchilla. Können wir so ein Kafkaeskes Schattengericht errichten, wo wir so unsere sozialen Normen können durchforcieren gegen andere? Weißt ja. Lass mich überlegen. Ja. Ja. Sicher. Ich kann alles. Ich kann alles, ja. Gut, wenn ihr in der nächsten verhaftet werdet oder Prozesse von zweilichtigen Dudes, vielleicht auf eine Serviette geschrieben oder so, das wären wir. Ich habe mal eine Postkarte bekommen. Das ist, glaube ich, schon zwei Jahre. Bravo, Johnny. Ich bin stolz auf dich. Das ist ein ziemlicher Fleck. Urgeil geschickt. Kann ich da einversuchen? Ja. Postkarte, nein, ja. Briefe mit Lara Croft Poster. Nur mit der Jules bekommt noch mehr Geld. Was ist auf dieser Postkarte gestanden? Sie hat mich aber auch sehr verwirrt, weil ich halt den Typ nicht kennt, den man sich geschrieben hat. Und ich habe zuerst gedacht, vielleicht sei es jemand aus dem Podcast. Aha. Und es ist so, ich muss den mitbringen. Das ist am Anfang ein Anteaser, aber es ist sehr surreal gewesen, weil es so wie eine Postkarte gesehen, wo jemand gezwungen wurde zum Schreiben. So, ja, wir sind hier ist schön. Ist das nicht jede Postkarte? Weil ich denke jetzt gerade so, ja genau, aber auch die Postkarte, jede Postkarte, die ich jemals in meinem Leben verschickt habe, ist eine erzwungene Postkarte. Das sagt, glaube ich, mehr über dich als über das Konzept ja. von Postkarten. Sehr traurig. Es gibt aber als Mensch, der auch schon Postkarten bekommen hat, die herzlich einmal tönt, geht es dann hey, und alle Jules Postkarten. Das ist ein dramatisches Feuerwerfen. Nein, aber es ist, ich glaube, von einem Firmenausflug. Ich muss ihn mitbringen, aber das ist auch eine Post, die mich so verwirrt hat und ich bis heute nicht weiss. Ja. Vielleicht brauche ich dann auch mal mein Retorrecht. Das ist auch eine gute Sache eigentlich. Wir können aber jetzt auch unsere Post mitbringen und jetzt haben wir Post machen. Das wäre gut, so Steuererklärung so und so Sachen. Ja, das wäre super lustig, wenn wir einfach nach einem Monat verhaftet haben. Alle ins Huren Chaos gemacht. Wir versteuern irgendwie gegeneinander. Sind hier das Kinderabzug für einen gewissen Julius? Ein Bierspende, oder wir abziehen für 10'000 Stutz. das ist Content. Hey, wir haben sicher schon 4 Stunden. Das wäre es von dieser Folge. Wir müssen noch bis zur untersten Folge schaffen. Jetzt müssen wir durchkämpfen. Kürzen. Echt abkürzen. Ja, wir können dort schon 4-5 Folgen schnell reinhauen, oder, dass wir näher am Ziel sind. Ja. ich bin wieder in ein YouTube-Loch hineingefallen. Oh, cool. Was für ein YouTube-Loch. Das mal ist sehr deprimierend. Das sind so Leute, die online die Blackjack spielen. Das ist das Äquivalent von Leuten, die einfach Päckchen öffnen von irgendwie Pokémon oder Magic nee. Oder so. So. Nein, aber dort kann man wirklich noch irgendwie gewinnen. Am Blackjack echt nicht. Also weißt du, es ist so wie. Es ist auch jetzt das Traurigste, was es überhaupt gibt. Weil es erstens die sie mit hohen, hohen Beträgen spielen. Also weißt du, $50,000 pro Hand und so Zeugs, oder? Und es endet echt jedes Mal in fucking. Deprimierender, ich habe alles verloren. Ja. Ich bin süchtig nach diesen Videos. Ich kann nicht aufhören zu schauen. Es ist so genial. Ich sehe deine Strategie. Gibt es dir das Bedürfnis, auch Blackjack zu spielen oder ist es mehr so als Ersatzhandlung? Ich habe noch nie Blackjack. Kein einziges Mal. Okay. Das einzige Mal, als ich Blackjack gesehen habe, ist, du gespielt hast im Casino. Oh ja, aber dann habe ich Huren gewonnen. Zweimal Huren gewonnen. Aber das ist komisch. Ich habe kein Bedürfnis zu spielen. Ich habe noch nie gespielt, aber. Ja. Ich bin süchtig nach diesen Videos. Okay. Ist so wie die chinesische Arbeitsunfälle vielleicht? Vielleicht ist es genau das Gleiche. Ist so, ja. Dass der vor draussen anderen passiert etwas Wildes? Ja, ich glaube, es ist einfach so, hey, look, ich bin sicher in meinem kleinen Kokon und kann einfach schauen, wie alles andere kaputt geht, aber bei mir ist alles gut. Bist du sicher, Jules? Ich habe das Gefühl, du hast eine Strategie hinter dem. Letztes Mal hast du gesagt, hey, ich mache es zwar selber nicht, aber ich schaue viele so YouTube-Videos über Magnetfischen, haben wir dir einen Magnet geschenkt.
Und jetzt denke ich so, ey, fuck, ich will echt mal Blackjack spielen, aber du kennst nicht. Also ich habe nicht so viele Videos. Vielleicht schenken wir ja die Boys 50'000 Franken. Ja, genau, darum hat er nämlich auch mit 50'000 angefangen. Spezifisch noch gesagt. So. Ja, ich habe nicht irgendwie Gutschein für 100 Stunden. Jules, haben wir dich gleich ein bisschen ertappt hier? Ja. Ich habe kein Vetorecht mehr, Johnny. Du hast noch eins. Frage, ob wir ihn ertappt haben. Ich ertappt schon. Ah, oh, das ist dann nach dem ersten Prozess, wo ich das Kaffee geschafft. Ich glaube, man tut das schauen, was dir ja nicht unterstellt, ja. Für im Cambridge. Du musst schon unterstellen, du darfst. Ja. Ja. Aber vielleicht ist es einfach. Nein, das habe ich vorher nicht unterstellen. Die Bschees quasi. Das ist okay. Aber ich glaube, manchmal schaut mir so Sachen zum Fremdschämen, Sachen schaut mir auch, um sich selber so zu merken, ah fuck, mir geht's gar nicht so beschissen. Cringe-Comedy. Aber das ist ja nicht Fremdschämen, das ist ja nicht ein Scham. Ja, aber das ist nicht im Schämen, aber du sagst, hey fuck. Vielleicht habe ich habe das manchmal schon, weil ich denke, ah, jetzt bin ich nicht so gut drauf oder so, dann schaue ich irgendetwas aus jemandem noch schlechter. Nein! Nein, es ist so, also weißt, das machst du auch unbewusst, wie so ein bisschen in dem Sinn, so, hey, fuck. Also, ich glaube, meine Theorie zu dem ist, wieso auch die ganzen extremen Videos von Schlägerei oder so immer sehr viele Likes bekommen, ist so, wir haben als Menschen ein Interesse daran, die Extremen von menschlichen Experience können. Wenn nicht schon selber erleben, doch einmal zu sehen. Darum lassen Leute so. Ein paar Jungen drauf. Absolut. Extreme. Genau. Das ist unsere Extreme. Die extremen ja, Themen. So. Ja, das stimmt. Es ist wahrscheinlich das, ich habe es vielleicht auch vorhin ein bisschen falsch gesagt, ich habe es eben gemeint, wieso. Du musst dir auch vorstellen, wie es bei dir wäre in dieser Situation. Wie würdest du jetzt reagieren, wenn du dem... Oder vielleicht, ich habe das Gefühl, das tut mir so ein bisschen so... Also ich wäre sehr froh und glücklich darüber, wenn ich 50'000 würde verlieren, weil das heisst, ich hätte mal 50'000 Stutz gehabt. Also das wäre so ein kleiner Mixed-Bag. Also das wäre für mich schon eine ganz obere Liga. Ja, geil. Was ist echt das Nächste? Ich frage mich auch, was das nächste Lach ist. Die Sache ist, bei mir Ich bin ASK. Oh. Jawohl. Ich habe YouTube-Poop entdeckt. Sag es nochmal. YouTube-Poop. Das ist Sachen, die sehr wüst zusammengeschnitten worden sind für abstrakten Humor. Also so Memes, oder was? Ja, also nein, es ist, was habe ich gesehen? Es war lustig, weil ursprünglich, was auch sehr lustig war, ich habe so AI-Stimme generiert, Dings gesehen, irgendwie Tallbart oder so auf YouTube, hat sehr eine lustige Playlist gemacht von Jordan Peterson, Ben Shapiro oder Joe Rogan, die zusammen Abenteuer erleben. Und es ist extrem lustig gemacht, das ist mit AI-Voices und einzelnen Bildern. Und dann ist das ein Ding und dann bin ich YouTube-Poop kennt, weil zu wenig AI-Content hatte. Und dort ist dann einfach Sachen zusammengeschrieben, dass der Einzige, yeah, my name is Penis Prager, anstatt der andere. Auch sehr, man kann es nicht hure lang schauen, aber es ist ein bisschen zu chaotisch, teilweise. Es ist qualitativ auch sehr unterschiedlich. Wie der Berner Jugendtreff. Absolut. Okay, genau. Das ist spannend. Ich kann es nicht so das Video zeigen. Ja, ich kann es nicht so einordnen, aber es klingt nach gutem Content. Wir haben eine lustige Form von so neuem Meme-Humor, denke ich. Ja. Geil, Johnny. Ja, wir sind ja jetzt alte Männer. Wir sind ja nicht mehr, also wir probieren es ja unglaublich hart. Wir probieren auch Jugend uns festzuklammern. Ja, wir sind einfach dienstalte Jugendliche. Genau, aber wir schaffen es nicht. Und wir sind jetzt... Kate, ich bin schon jugendlich gesehen. Da bist du das Zwinkern in den Augen von deinem Pär gesehen. Ich bin schon seit jetzt gleich 40 Jahre jugendlich. Und ich merke es einfach, weil wir eben mit Memes... sind neue Worte, aber wir sind bleiben hängen, weißt du, in unserem Denken von Humor. Mhm. Und wenn ich jetzt heutzutage die Memes anschaue von den eben, weiss nicht, Jugendlichen, es ist echt nicht mehr das Gleiche. Es ist nicht mehr das Gleiche. Der Satz ist wirklich außerordentlich altmännerisch. So. Es ist nicht mehr das Gleiche. Das sind Memes noch besser. Was ich gerne habe an den Memes ist, dass es die effizienteste Art ist, so den Zeitverlauf zu darstellen für bei mir, denke ich. Das ist die Epoche von der Rage Faces gesehen. Und das ist die Epoche gesehen von der Can I Has Cheeseburger Memes. Und jetzt sind wir ja gerade in den Soycheck-Wojcheck-Tagen.
Es ist Soycheck, Voycheck. Der Soycheck ist, wenn du so ein Männchen siehst, wo du schau das an, hure schlecht so nachgemalt. Aber anhand vom Knowledge über Memes ist der Johnny fix noch ein Jugendlicher. Fix. Er hat hure Knowledge. Alter. Er lebt das Humor. Das ist fix ist Johnny noch 12, Mann. Fix. Ja. Fix. Ah, okay. Ja. Ah, ja, genau. Ja. Soycheck, Voycheck. Ich finde, der Johnny ist wirklich in so Sachen extrem bewandert. Yeah. Ja. Er ist der Jugendliche. Ich bin auch Humorologist. Humorologist. Aus Stand-Up-Ien. Stand-Up-Ien. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Aber du hast jetzt zum Beispiel eine Zeit lang noch, hast du ja noch die Jugendsprache gepflegt und bei dir hat du hast Sachen wie Bro oder Auto, das klingt bei dir immer noch cool. So. Aber klingt es echt cool, weil wir das cool finden? Oder würde jetzt eine 18-jährige Person denken, so, wieso tut der Auto mal... Ich glaube, es ist so ein bisschen, wenn unsere Eltern lässig gesagt haben oder so. Gut, lässig ist aber ziemlich lässig. Stimmt, aber du sagst es ironisch, was es dann wieder lustig macht. Das ist nicht, weil es nur... Okay. Entschuldigung, Schuss. Gerade ein harter Hundeblick kassiert für die Aussage. Nein, ich glaube, ich weiss nicht, der Mensch, aber du bist so ein Zwischending. So. Und ich glaube, du hast ja noch viel mit Jugendlichen... Also in deinem Team hat es ja noch jugendliche Leute gehabt. Ja. Und das hat man gemerkt, dass, das wie noch, dass du noch dort durch eine Kuh... Das war der Jungbrunnen. Ja, genau. Ja, der Johnny ist ja mit vielen Kindern auf... Ich hänge das mit Kindern im Internet ab. Ja, ja, genau. Auf deinen Foren. Ja, der Cheer. r/teenager. Der Cheer bleibe ich hängen. Ja. Ja. Nee, und der Johnny ist echt halt bewandert in diesem ganzen Meme und Nerd-Shit. Darum seid ihr eigentlich so die Jüngsten von uns. Oder der Horst ist ja oft auch... Der Horst hat auch noch einen Draht zu jungen Leuten. Aber der mehr Horst. So als junge Leute möchten gerne so ein bisschen auch sein wie der Horst. So ein bisschen manchmal in gewissen Phasen. Ja, sie machen den Fehler. Ja. Sie denken, sie werden so sein. Und ich bin einfach erwachsen und uncool. Ja. Ja. Also uncool schon. Aber irgendwie auch ein bisschen zurückbleiben. Ja. Nein, wir sind noch mal eifersüchtig. Der hat einfach Humorologisch. Gang schon, das ist immer das Geschmack. Wir sind literally eifersüchtig ab dem ersten Satz, den du gesagt hast. Literally. Ja. Wo du darüber geredet hast, dass deine Freundin die Poster und so hat gesehen. Und wir sind beim Satz Freundin oder beim Wort Freundin. Sind wir schon sehr eifersüchtig. Ja, du hast schon Poster genommen. Du hast mit Poster ja. Schon gehabt. Ja. Ja, aber darum schenke ich euch das. Dann hat er mal wieder eine Freundin. Ja, dann haben wir auch weibliche Präsenz. Ja. Nice. Alter, aber Lara Croft als Freundin haben, weißt du, ich hure cool. Ja, sie ist reich, sie hat zwei Gans. Sie hat einen Butler. Ah, das ist doch hier, du mir zuzwingen. Sie hat recht viele Leute erschossen. Das ist vielleicht ja, ein bisschen, das ist uncool. Porsche oder so. Sie hat mehr so Wolf und so Zeugs erschossen. Ja, das ist auch nicht nein, cool. Sie hat auch sehr viele Typen erschossen. Wirklich? In den neueren Games haben wir schon. Ah, ja, nur die alten. Können wir über Ludo-Narrative in Dissonanz reden? Ja, ist das das? Was ist das? Okay. Ludo-Narrative. Darf ich raten? Es geht um das, dass man... Sorry, manchmal schaut mein Hirn ein bisschen anders. Ist es wie das... Wenn ich mir Gedanken darüber mache, dass so Superhelden-Games echt sehr viele Leute abschießen, zum Beispiel, oder Superheldinnen, wo einfach für irgendwie, das sind ja zum Beispiel, sagen wir, Last of Us oder nein, noch viel besser, Uncharted, wo dann irgendwie so reiche Typen einen Schatz beschützen, dann haben sie so eine Privatarmee und du als Typ schießt echt 200, 300 Leute ab, die dann sterben, die haben auch Familie, auch Freunde, auch Freundinnen, das sind alles, das sind Leben, die ausgeschaltet werden und du, wir feiern sie eigentlich sehr ab, weil du auf der, auf der Seite des Superhelden bist. Ist das, was du vorher hast gesagt? Sehr in die Richtung, ja, das ist die tonale Dissonanz, also das Auseinandergehen vom Gaming, vom Ton, im Storytelling. Von eben, dass die Cutscenes finden, ja, ich bin der und nein. Das beste Beispiel ist wirklich so ein Superheld, der Batman, der reinkommt und einfach die ganzen armen Sicher vermischt und im Schnee liegen lässt. Ja, aber er bringt niemand um, den Batman. Ja, ja, er lässt sie einfach mit gebrochenem Rücken im Schnee liegen, was technisch gesehen etwas ganz anderes ist. Und dann geht er zum Jonkler, oder wie er heisst, und denkt, ja, du hast zwar irgendwie 30'000 Leute auf dem Gewissen, aber ich bringe dich nicht um, weil du dich jetzt zurück ins Gefängnis, wo nicht fähig ist, die zu haben. Okay. Und dann die Story behandelt ihn so, als wäre es nicht passiert. Und in Termen von Games ist eben ja wirklich so der Hauptcharakter, wo in die eben, ich habe einen Menschen umgebracht. Ob ihr vorher schon 30 Leute umgebracht habt, einfach auf dem Weg zum einen Menschen, der gerade sinnrelevant ist. Ja. Okay, das stimmt.
Was diskutieren wir jetzt? Also vor allem ludonarrative Dissonanz, wenn man sagt. Ja, das ist geil. Gutes Wort. Ludonarrative Dissonanz. Oder wie? Ludonarrative Dissonanz. Das ist geil. Ja, und mir ist das so nenne ich mein erstgeborenes Kind. Ludo. Ludo. Narrativ. Narrativ. Du kannst Ludo als erstes nennen. Elon Musk. Ja. Du musst zuerst mal eine Freundin. Fuck. Fuck. Ich hoffe, das geht irgendwie. Ich hoffe, das geht irgendwie wieder vorbei. So mit vielleicht kann ich ja zwei Flüge mit einer Klappe schlagen, sozusagen. Ja. Wie? Nein, nein, das ist schon gut. Das geht nicht. Wir machen weiter. Okay. Apropos King. eine Lady, die vorletzthin im Internet ein bisschen auseinandergenommen wurde, ist die gute alte Paris Hilton. Nein, was ist das passiert? Sie hat ein Kind bekommen und ein Babyfoto gepostet von ihm. Das ist doch normal, das machen wir doch im Internet. Ich sehe aus wie der Reto. Und, zumindest auf dem Foto sieht das Kind aus wie der fucking Omni-Mind. Es sieht aus, als hätte es Telekinesis. Es sieht aus, als würde es Charles Xavier School of Gifted Youngsters geben. Es sieht so ein bisschen aus wie das, was passiert, wenn man einen Cartoon oder so Daumen in den Mund nimmt und dann fängt blasen. Und nicht... Das ist unser neues Segment Baby Shaming. Ja, jetzt langsam egal. Auf 100 Folge zu können wir echt machen. Ah ja, jetzt können wir. Jetzt können wir fucking machen. Was Mask wir off. Ja. Ah, krass, warum ist sie das so auseinandergenommen worden? Ein Baby? Ja, es ist auch Baby shamed worden. Aha. Also sie hat ihr Baby hässlich gefunden. So. Ja, ihr Baby hat einen riesigen Kopf. Ja. Es ist eine gute Prämisse für einen Joke. Was eigentlich noch witzig ist, weil sie hat ja ihre Karriere darauf basiert, wie sie so als It-Girl ist und wie sie aussieht. Und, ja. Und nachher ist ihr Untergang quasi zu aussehen. Ja, stimmt. Das ganze Ding ist so das Vapide, einfach Star für Star zu sein. Ja. Ja. Sie ist eigentlich der Proto-Influencer. Aber wenn man mal zurückdenkt, ist das ja eigentlich der beste Content jemals gesehen. Hat er aber The Simple Life geschaut? Ich dachte, du meinst in dieses Porno-Video. Ja, das ist was, ein guter Content. Was glaube ich eigentlich wirklich so der Anfang ist von ihrer Karriere, die so der Kim Kardashian auch dort vorgemacht eigentlich. Ja, voll, ja. Aber The Simple Life ist das Beste gewesen, was überhaupt gegeben hat. Kann ich nicht. Also sie und Nicole Richie, so die zwei It-Girls von den Anfangs 2000er Jahren. It-Girl ist der Prototerm. Stimmt. Nicole Richie ist ja auch, ist irgendwie auch Hotel-Erbin oder so. Nein, sie ist die Tochter von Lionel Richie. Ah ja, in dem Fall. Dann ist sie kein so weirdes Nepo-Baby, ja. Wie man heutzutage sagt. Und die ganze Prämisse von Show war, dass sie auf einen Bauernhof gegangen und einfach rumgeschaut, wie grusig es ist. Ew, gemacht. Ja, also. Ich kann ja nicht in meinen High Heels im Stau sein. Das geht ja gar nicht. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Und das ist einfach mehrere Seasons, die sie eigentlich aus dem gemacht haben. Und es war das Beste jemals. Es ist so. Es hat keinen Inhalt gehabt. Es ist echt. Einfach nur. Nicht, okay. Ja, das ist wirklich so. Ja. Ja. Das ist Joke. Das habe ich nie gesehen. Du hast nichts verpasst. Aber du hast vorhin gesehen, dass es das Beste war. Ja, okay. Das ist ein bisschen ironisch aussagst. Ah, okay, sorry. Ich bin immer noch sehr für Pimp My Right. Das ist die weirdeste. Das hingegen ist der beste Content. Das ist huere geil. Ja, weil es ist so. Du hast einfach nicht einen Schritt weiter dürfen denken. Weil du immer das Auto genommen hast. Es ist so ein kompletter Fakt. Haufen gemacht. Yeah. Und er ist dann, wow, cooles Auto mit einer Zuckerwattenmaschine und einem Billardtisch. Yeah. Wenn er schon nie ein Aquarium im Handschuhfach wollte, Johnny. Ja, immer. Vor allem, wenn ich zum Bügel muss fahren. Das sind alles Autos, die unendlich viel mehr kosten, rein im Betrieb und im Aufhauen. Im Aufrechterhalt. Wir haben wirklich die Koi-Fische, die Säunigen, was ich in die Handschuhe und das ein weiteres Ding, das wir genau das Gespräch schon geführt haben. Ich weiss, aber ich wollte es nur noch mal erwähnen. Okay, du hasst den Exhibit. Das möchte ich nicht sagen. Der Exhibit ist wirklich ein cooler Rapper. Ja, muss man sagen, der ist wirklich cool. Vor allem ist ein alter Mann. Ja, schon alter. Hey, cool. Sie sind alle Rapper, sind alle Rapperinnen, sind alle Frauen. Er ist schon damals, eben so 2000, ist er
nicht der Jüngste gewesen. Ja. Weißt, vor 20, 25 Jahren so ist nicht unbedingt ja. der Jüngste Spund im Rap-Game gewesen. Und jetzt ist er die sind über 50. Das ist locker über 60. Unsere Jugendherren sind jetzt über 50. Ja, der Coolio hat ja super mit Fentanyl abgemacht, bevor seine Hairline komplett... Mhm. Bei dem haben wir es am besten abgesehen, einfach weil... Wo die wieder Zöpfchen hatten, die noch funktioniert haben, ja. 2000er und dann. Ja. Eigentlich schon ab 2005 nicht mehr wirklich. Ja. Seine Zöpfchen, seine Frisur, quasi seine Zukunft vorausgesagt. So. wenn die Frisur angeschaut hast, das wird eine Fentanyl-Überdosis. Ja. Das endet mit Fentanyl. Wir haben nicht gewusst, dass Fentanyl ist, dazu mal, aber wir gewusst, das wird ja. sein Ende sein. Im Fall. Hey, noch eine andere Frage jetzt zu diesem Thema. Wie findet ihr das so? Ich habe jetzt, hab jetzt einen TikTok-Account, nice, wo ich so Sachen mache. Und dann scroll ich manchmal gleich so ein bisschen durchscrollen und auch auf Insta jetzt ein paar Sachen gesehen. Und hast du Fentanyl bestellt? Nein. Nein, es ist ja der Matthew Perry ist ja von uns gegangen, oder? Rest yes. in peace. Ja. Und wie steht ihr zu dem, wenn auch hure viele Leute so Bands und so, wo du das Gefühl hast, die haben nichts mit dem wie zu tun, weißt du, so auf der Bühne stehen, hure emotional sagen, hey, hat jetzt noch auch schnell hat die ein Tribute an Matthew Perry, dann spielen sie die Friends-Melodie. Ich finde, das manchmal so hure so Applaus hast. Ist das unsere Matthew Perry Tribute, folks? Ich glaube es ja. Ja, natürlich, ja. Matthew Perry. Din, din, din. Ich muss sagen, das war ja mein Lieblings-Friends. Unbedingt. Ja. Joey, all the way. Aber noch schnell auf deine Frage zurückzugehen. Yeah. Ich glaube, das ist eine sogenannte soziale Absicherung. Could jeder, you be any more told? Weil jeder Star will quasi, dass wenn er nachher mal die Welt verlässt, auch kuldigt wird auf allen Plattformen und von dem her ist es so wie ein ich gebe es jetzt weiter, für wenn ich dann gehe, bekomme ich so von anderen zurück. Ich glaube, das ist einfach so, hey, wir sind in diesem Rang, von dem her reden wir drüber. Okay. So. Welche Celebrity hat den besten Tod gehabt? Lady Di. Kann ich noch schnell reagieren, Hurti, bevor auf das? Bevor wir wieder reinreden. Ich glaube das nicht, Schulz, ich bin überhaupt nicht die. Okay. Ich glaube, okay. das ist wie so ein bisschen wie so ein bisschen Mittel, so Emotionen erhaschen. So ein bisschen, wie so sagen, ah, das ist jetzt das Go-To, jetzt finde ich es auch verdammt geil, wenn man das macht, darum mache ich es jetzt. Wo no emotionale Verbindung hat, ich tue es jetzt mal so in den Raum stellen. Das kann sehr gut sein, ja, voll. Ja. Das kann ich auch sehen, dass das so könnte sein. Also, Leute, die sich verdammt enervieren über etwas und dann kommt das nächste Thema und dann ist es andere schon weiter. Und sie verdammt, als wäre es das Schlimmste von der Welt. Und die verdammt Emotionen, die steigen dabei, weil sie auch nur cool sind und auch auf Insta teilen. Ja, das meine ist Meinung. Der Hive meint, so wie die News eigentlich funktionieren. Ja. Oder? Also es ist immer ja, glaub, das Thema da. Ich glaube, es ist echt für den Algorithmus. Der Algorithmus Surf ist der okay, Term. Gut. Merci. Was aber cool ist, dass er hat was sein Leben beendet mit verdammt vielen so Posts über, dass er Batman ist. Ja. Was echt der einzige Weg ist, wie man es sollte gehen. Oder echt so die letzten 10 Posts sind, hey, im Fall ich bin Batman, Bro. das ist das, was ich gemacht habe. Das ist eigentlich auch das, was in meinem Nachlass sollte. Johnny, er ist Batman. Ja, voll, ja. So. Weißt du, wie viele Leute kommen da? Beerdigung? Ja. Pinguin. Ja. Commissioner Gordon. Ja. Und in Gotham gibt es immer so eine epische Begräbnis. So mit das stimmt, die haben immer die guten Begräbniszüge. Aber, welche Celebrity hat den besten Tag gehabt? Lady Di ist hoch drin. Michael Maxton. Michael Jackson, ja, ist da nicht der Überdose? Ja, nein, nicht der Tod selber, ich meine, weißt du, so das ganze Drumherum. Aha. Lady Di hat eine verdammt krasse Beerdigung gehabt mit Elton John. Ja, ich möchte auch einen Elton John Song zu meiner Beerdigung. Dass nicht nur meine Beerdigung ist, sondern auch noch gerade die neue Single-Release. Also da geht es um das epische Ableben und so mit der Tributsolik. Der ist natürlich Nummer 8, Kobe Bryant, wo der Michael Jordan ein Speech an deiner Beerdigung hat dabei gerannt. Kobe Bryant ist auch... Das ist schon ein Move mit einem fucking Helikopter abstürzen. Ja, das finde ich zum Beispiel krass. Michael Jordan hat ja verdammt gerannt. Das ist krass, klasse. Ich weiß, dass Michael Jackson für mich gerannt. Ja. Michael Jackson. Im Himmel. Michael Jordan. Ah, sorry. Das ist, weil sie beide schwarz sind. Das ist eine einfache Verwechslung. The racist Jules. Das ist sicher Lady Di. Jules Lex Jordan. Jones.
Ja, aber im Gegensatz zur Lady Di ist jetzt zum Beispiel Begräbnis von Kurt Queen ist ja nicht so krass gewesen. Ich war zu jung für Kurt Cobain, aber so für den, wie die Glorifizierung ist. Aber nicht zu jung für Michael Jackson. Wer ist das schon? Aber hey, also Queen ihres Begräbnis ist riesig. Ja, das ist schon ein Ding. Ja. Aber ich möchte nicht eine Woche, zwei einfach in der Kirche hängen, dass irgendwelche Assis vorbeikommen können. Und so zunicken. Ja, ja, ich dachte, sie können fragen, hey, bei dir auch diesen Tag, so schnell ein Selfie machen. Das ist das ultimative Selfie. Mm. Für Queen, für Queen so an ihrem Grab hocken und dann kann schnell die Kamera auf dir richten. Ja, erstmal bei kurzer Exkurs, ich habe so Joko und Klaas irgendwie Duell um die Welt geguckt. Dort ist so eine jetzt so in ein, ich glaube, ich weiß nicht, genau woher, wo sie jetzt so eine Totenmesse müssen mitmachen, wo Familie und so ihre alten, also die toten Leute einmal im Jahr zur Gruft ausholen und so Fotos machen. Ah ja, in Indonesien, so das war eine Frage am Pappkiss. Ja, genau. Und dann so Zigaretten in den Rauch. Das ist ja so absurd. Das ist absurd. Cool, echt erstaunlicherweise auch noch lustig gefunden. Wo immer der Umgang mit dem Tod, wenn es so ein bisschen anders gemacht ist, als wie hierzulande, ist dann weißt, nur traurig und nur so alles schlimm. Und was ja auch schlimm ist, aber der andere Umgang mit dem Tod ist eigentlich, finde ich, auch manchmal wünschenswert. Darum war 2014 so eine unglaublich starke Ebola-Krise gewesen, weil ein paar Länder in Westafrika haben einen sehr anderen Umgang mit Toten. Also weißt du, die so auch eben küssen und anlegen und putzen und so. Ja. Das ist echt eher so, wie sie es fucking gemacht haben. Ja. Oder? Das ist echt so, das wie ihre Tradition, oder? Und nachher ist halt das ist dann, wenn der Virus am gröbsten übertragen werden kann, kurz nach dem Tod. Okay. Oder? Und nachher ist es halt einfach wie Wildfeuer nachher einfach durch Westafrika durchgegangen. Ja, also. Aber das Krasseste ist, sie haben nachher angefangen Schulungen machen, so in den huren Stammesdörfern, und so gesagt, hey, das könnt ihr nicht machen. Und sie haben aufgehört und ist fucking, also, so hat es geklappt. Ne? Ja. Das ist fucking einer der wenigen Momente, wo die Menschen gesagt haben, ah ja, im Fall, da müssen wir vielleicht etwas ändern. Ja, das ist so wie die Hängwäsche und die Augenbohrte. Ja, und so. Voll, ja, genau. Ja, ja. Habe ich nicht gewusst, etwas gelernt. Merci, Julius. Kein Thema, noch kurz Abschluss. Mir ist in den Sinn gekommen, der Kaiser von Amerika hat die beste Begräbniszug in meinem Buch. Moment. Kaiser von Amerika. Habe ich noch nie erzählt. Ah, das ist eine von meiner absoluten Lieblingsgeschichte. Nein. Amerika hat einen Kaiser gehabt, technisch gesehen. Was? Und er hat, wie hat er schon wieder geheißen? Newgate oder so. Es war ein Amerikaner in New Orleans gesehen. Also ist so etwas wie der König von Burgdorf, oder was? Ja, in die Richtung. Nur viel akzeptiert. Aber er ist ein riesen Ding gesehen. Mhm. Joshua Norton hat er geheißen. Ja, so heisst er. 18 bis 1880, so schon mal nice ist. Und es war ein Dude, der plus minus sein ganzes Vermögen verloren hat und ein bisschen wahnsinnig geworden ist. Cool. Und er beschlossen hat, er der Kaiser von Amerika zu werden. Und dann hat er das gemacht und den Kaiserstatus gerufen und viele Briefe an den Kongress geschrieben. Und es hat sich jetzt doch netterweise verbessert. Und leider dazu zu wenig grosse Reaktion im Kongress, aber zu grosser Freude der Anwesenden. Er hat dann wirklich extrem viele Fans gehabt, ist zu einer Touristenattraktion geworden und hat davon gelebt, seine eigene Währung zu kaufen. Das ist immer eine gute Idee. Ja, genau. Ja, und eine Puppe von sich selber. Krass. Und nachdem, also genau, und dann ist er einmal vor Gericht gestellt worden, weil wegen Wahnsinn oder so, was dann noch ziemlich strafbar ist, gewesen. Oder ich weiß nicht genau, aber zumindest ist er dann freigesprochen worden mit der sehr, sehr coolen Begründung vom Richter, dass er als Kaiser von Amerika nicht jemanden zum Tod verurteilt hat und nicht einmal Krieg geführt hat, was mehr ist, als jeder Kaiser je geleistet hat. Ja. Darum freigesprochen. Und als er gestorben ist, hat sein Begräbniszug über 10'000 Leute gehabt und ist begleitet gesehen von einer totalen Sonnenfinsternis. Wow! Das ist der Move. Fuck, gell? Sonnenfinsternis? Ja, yeah, Sonnenfinsternis und du bist der Kaiser von dort, einfach ja. Was du gesagt hast. Du hast nie müssen Krieg führen, hast nie mehr. Ja, genau, du kannst echt dein eigenes Geld, du kannst Johnny Dollars verkaufen. Einfach easy. Ist das nicht wie ein Zeichen dafür, dass er
einzig wahr und richtig Kaiser war, wenn sogar das Sonnensystem sich nach ihm richtet. Absolut, also, ja, genau. Oder? Ja, ist das der Zufall gewesen, oder? Nein, für mich ist das ein absoluter Beweis, ja, das dass er eigentlich der, Beweis, stimmt, der ja. Kaiser ist. Was? Joshua Norton, schon fast ein kleines Vorbild, wenn ich mir jetzt näher überlege. Er hat sicher das meiste aus dem wenigsten gemacht. Du bist echt übermüdet. Du bist schon der Sheriff vom Berner Jugendtreff, der Comedy-Sheriff, der El Pate von Berner Comedy Szene. Kaiser von Amerika. Und der Kontinent, wo jetzt musst du echt nur noch alles dein Geld verlieren und wahnsinnig werden. Ja. Ja, das ist ein Schritt von zwei. Eineinhalb. Aber wenn wir wieder beim Blackjack wären. Das könnte beides verursachen. Was würdest du sagen, wenn mal ich würde auftauchen würde? Mit 50'000 Johnny Dollars. Das pure Zeug ablassen. Ich würde meinem Kaiser subscriben und followen. Hoffentlich. Ja, sicher, natürlich. Jonathan. Stehst du über dem König von Burgdorf, wenn du Kaiser bist? Ist Kaiser grösser als König? Jawohl. Sind ihr Rivalen? Ich würde es nicht so. Ich sage mal, er ist ein Möchte gerne. Oder ist er ein König? Ein impotenter Potentat. Hast du Artillerie? Er hat, gell? Nee. Er hat Artillerie. Er hat Kanone, ja. Aber ich bin auserwählt von Gott und dem Merowingerkönig. Ah, okay, gut. Stimmt. Ja, fair, man. Ja, fair. Er muss abdanken. Ja. Genau. Ja. Fragen er eher so, die Ukraine bekommt ja von allen Waffen. Ich nehme an, wenn ich lieb frage, ich würde sagen, ja, ich würde einfach sagen, der von Burgdorf ist von Russland finanziert. Und ehrlich gesagt, 50-50 Chance, dass das ist. Stimmt, auch von unseren Steuergeldern. Ich würde sicher irgendwie einen Steinschleuder oder so bekommen. Ich würde einen Steinschleuder geben. Ich glaube, ich würde einen Steinschleuder geben, Johnny. Und thermonukleare Langstreckenrakete. Nein, ich weiß nicht, Alter. Das ist immer so eine Sache, wenn man thermonukleare Langstreckenraketen den Leuten gibt. Weißt, und meine Freunde ist nicht immer blöd. Dann findest du, kann ich meine Nuklearsprengkörper zurück und du findest, nein, mach etwas. Ja. Ich habe nur einen Steinschleuder in der Hand. Ja, voll. Ja, das verstehe ich. Du musst es zuerst ein bisschen verdienen, Johnny. Das stimmt. Einfach ein paar Panzerhaubitzen vielleicht. Ja. Aber wieso willst du jetzt Kaiser werden, wenn du schon Pate bist? Patrino, ist doch ein bisschen Kaiser, oder nicht? Ich möchte mein eigenes Geld können verkaufen. Ja. Aha. Also so ein Johnny Dollar, oder? Johnny Dollar. Hat das eine viereckige Form oder wäre das Ganze wäre das zum Beispiel könnte, rund? Es könnte die erste Note sein, die viereckig ist. Oder Trapezoid. Geil, Mann. Wäre super geil, Johnny. Das ist gut für Blinde. Geil, Johnny, du bist ein guter Kaiser. Das ist gut für Blinde. Es ist gut. Ja, ich glaube das, ja. Das ist gut, ja. Seid ihr noch mit Bargeld unterwegs? Manchmal schon, ja. Schon? Ja, aber dummerweise, manchmal so bei Gigs wird halt immer noch Bargeld ausgezahlt. Natürlich quittiert, Steuerbehörde, natürlich quittiert und immer quittiert. Aufgeschrieben, immer in den Büchern ersichtlich. Aber es wird manchmal noch so in Bargeld gezahlt. Und dann kommen wir manchmal bringen es auf die Bank noch. Und dann finde ich es so super komisch. Ben ist so irgendwie 3 Wochen hintereinander mit so grösseren Beträgen, Bargeldbeträgen so auf die Bank. Ich sage, ich hätte gerne so viel einzahlt. Drogendealer. Ja, aber ich kann es ja immer quittieren, von dem her ist alles gut. Alles gut. Alles gut, alles ist in Ordnung. Wir wollen hier keine fucking Steuerbeamten bei uns haben. Das ist alles in Ordnung, alles gut. Also, sie liken und subscribe. Ja. Nein, bei mir ist das irgendwie vorbei im Fall. Vor Corona bin ich noch der Verfechter gewesen. Ja. Gesagt, nie mehr ohne niemals ohne Bargeld. Ich bin immer mit Noten und Münzen rumgesäckelt. Eben auch einer, der aus Johnnys Kaiserreich würde stammen und so. Aber während Corona nachher, ist für mich nachher nur noch Bargeld los. Okay. Und ich bin glücklich konvertiert im Fall. Okay, ich würde niemals zurückgehen. Das ist jetzt für mich der neue Weg. Also wenn ich dir eine 1000er Schenke Bar, sagst du nein. Hier nehme ich es wieder zurück. Außer natürlich 50'000 Franken für Blackjack. Ja. Nein, ich weiß es, ich habe manchmal, sehr selten, aber ich habe noch gerne dabei, so 20 Nötchen, 40 Nötchen im Sack. Gehen wir wieder mal ins Casino, Reto? Hey, ich würde gerne. Das ist das erste Mal, als ich im Casino... Ich könnte meinen, die sponsern uns. Das war eigentlich, wir reden sehr viel über das Casino. Ja, sie machen nämlich auch. Und es wäre so moralisch zwielichtig genug, für das sie uns vielleicht würden Geld geben.
Aber ich würde gerne mal wieder gehen, weil letztes Mal dann habe ich ja, das ist dann, wo du so, so hast Roulette gespielt und ich zweimal auf Perfect Pairs gesetzt und dann sind sie zweimal gekommen. Stimmt, du hast schon gewonnen. Echt zweimal Perfect Pairs. Und dann, das ist wie absurd gewesen. Weißt du, ja, dann ist der Sicherheitstyp schauen, so, wo er gefunden hat, der eine zweimal Perfect Pairs gegen 400, 500 Stutz gewonnen. Also 400 Stutz gewonnen. Glaubst du, sie denken, wir sind so, weißt du, so wie die Hustler, so können Karten erzählen. So. Johnny ist dabei gewesen, sie hat gemeint, wir sind Rain Man. Der Autismus gespürt. Das Podcast ist immer noch nicht Financial Advice an diesem Punkt. Außer natürlich Johnny Dollars. Ja, Johnny investiert in Johnny Dollars. Aber Dollars. Weißt du, was die Odds sind für das Perfect Pair zu bekommen? Ich weiß es nicht. Nein, ich habe keine Ahnung von Blackjack. Ich habe den Dude noch gefragt, du musst mir ein bisschen helfen. Ich würde gerne Blackjack. Stimmt, du bist nicht. Ich kann es nicht. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob es mit dem Ding sowieso mit dem Splitten, das weiß ich alles nicht mehr so richtig. Ja, ja. Und er hat ein bisschen geholfen, gell? Ja, genau. Also einfach wie, genau. Dann habe ich gewusst, Perfect Pairs, hat er mir gesagt, wenn du da drauf setzt und ein Paar kommt, dann hast du echt schon, ich glaube, es ist recht. Ja, wir müssen wieder zurückgehen, Mann. Wir müssen wieder gehen. Unbedingt. Wir müssen das Gefühl. Ja, die Geschichte schon mal erzählt. Als ich in Locarno im Casino war mit ein paar Homies. Mhm. Und dann habe ich eigentlich recht gewonnen. Weil dort ja schon am Tisch Roulette mit 2 Franken Einsatz können spielen. Das ist das Geilste. Weißt du, nicht nur am Bildschirm, sondern mit so kleinen Beträgen am Tisch können spielen. Also, das gibt's wieder, ja. Und dann habe ich wirklich so, sagen wir, ich glaube, es war etwa 120 Stutz im Plus gewesen. Mhm. Also zuerst bin ich ins Minus, dann habe ich noch ein bisschen rausgelassen, logisch. Sicher. Und dann bin ich aber alles wieder ins Plus. Wow. 120 im Plus gewesen, dann dachte ich, okay, jetzt bin ich vernünftig, höre auf. Mhm. Und dann bin ich jetzt rausgelaufen, jetzt im Foyer. Oh nein. Hat so einen grossen Automat, mit so einer ganz, weißt du, so eine Einarmung, aber mit so einem grossen Hebel, unbedingt am Hebel. Ja, ja, wie dann habe ich Geld reingelassen und dann habe ich wie so wirklich den grossen Hebel gezogen, dann habe ich so lange gezogen, bis ich wieder auf Null bin. Ja, aber als Mensch, der doch schon ein Weile im Casino geschafft hat, das ist eine Perspektive von der anderen Seite vom Tisch, ist immer so, mach es nicht, Aber es ist nicht lustig, Du musst ja, mit einem deprimierenden, schlechten Gefühl rauslaufen. Nein, mit Cash musst du rauslaufen. Das ist das Ziel vom Casino. Aber du ich kenne das System. Ich weiss, wie es geht. Vor allem im Roulette. Ich kenne das System. Das Ziel vom Casino ist schon, dass das Casino mehr Geld hat als du. Aua! Einfach mathematisch umsetzbar. Ja, die schenken dir Geld. Leider, mein Freund. Leider. Wie ist es beim Roulette? Kannst du mir das mal erklären? Das, ich so gehört, ist nicht wegen, das ist zu kompliziert. Ich kann es wegen No, oder? Ist wie die Chance noch? Oder? Ja, das No macht sehr viel aus. Also zum Beispiel, wenn zum Beispiel Rot und Schwarz wird später, wenn kein No wäre, wäre es ja 50-50. Ja. Aber das No hat, ist es nachher irgendwie 49,5 gegen 49,5. Von dem her das Haus immer eine Chance zu gewinnen. Ja. Du kannst natürlich noch sehr viel, aber die Wahrscheinlichkeit, dass nicht genau deine Zahl kommt, ist ja exponentiell viel tiefer, als dass eine Zahl kommt, die gerade oder ungerade. Aber hey, vielleicht, wenn du Glück hast, gewinnst du sehr viel Geld im Fall. Also ich will schon mal wieder ohne zu gehen. Leider darf man dort nicht filmen, aber ich finde rein, das Gas noch spielen. Ich gehe nie dort rein mit dem Gefühl, ich gewinne sehr viel Geld, weil ich bis jetzt eben meistens ausgeprägt. Aber du könntest im Fall. Komm, wir gehen wieder mal. Also ich würde echt sehr gerne mal wieder. Sie haben uns immer noch nicht gezahlt für die ganze Promotion. Jetzt hätte es gleich schon 10 Minuten gegeben. Ich würde aber gerne mal wieder gehen. Oh, an dir daheim sollte ich auch mal gehen. Nein! Weil es ist ein ziemlich einfacher Weg. Ich bin nicht so demonetarisiert, wenn man so Glücksspielwerbung macht. Nein, oh, verdammt, wir fliessen bei Bernd. Es sind vor allem Leute, die Glücksspielwerbung machen, die dann selber Geld dafür bekommen und nicht einfach das Casino reicher werden. Also wenn wir schon unsere geliebte Hörerschaft irgendwie müssen über das Ohr haben. Ich finde, das sollte alle spielen. Du, hör auf! Du willst echt das weitergeben, was du beherrschst bei dir. Er will spielsüchtig machen. Er will mehr Content für seine 50'000 Blackjack-Videos. Ist so eine ganze Hostel-Angelegenheit für den Truth. Ich kenne im Fall nie so einen YouTube-Löcher rein. Nein. Nein, ich habe so wie klar. Du hast zu wenig Freizeit im Fall. Ich glaube, du hast zu viel Programm und so. Du kannst nicht ein Wochenende hocken. Oder zu wenig Aufmerksamkeit. Oder das. Fair, ja. Fair. Also Aufmerksamkeit, die er geben kann oder die er bekommt. Beides. Ich weiß es nicht, aber schaust du dann so ein stündiges Review über irgendwelchen Nonsens? Nein, aber ich schaue jede Stunde. Er ist mehr so ein TikTok-Mensch. Nein, TikTok ist so, also das Durchscrollen ist schon, muss ich aufpassen. Das Doomscrollen. Das ist schon noch heavy. Aber ich schaue schon YouTube-Sachen, aber ich habe auch nicht wie so hure absurde Sachen wie dir schauen. So. Das ist ja nicht unbedingt absurd. Echt, das Absurd ist, wenn man es nachher einfach Stunde um Stunde schaut und gelogen.
Stimmt. Ja, was ich zum Beispiel mache, ist Kartentricks, schaue ich hure viel. Magie. Und zwar manchmal so, ja, einmal aus meiner Sicht der beste Kartentrick gesehen, was je gegeben bei Penn & Teller Fool Us, echt unglaublich. Und dann habe ich, den gleichen Kartentrick habe ich schon 15 Mal geschaut von ihm. Und dann habe ich auch diverse Reactions. Also stimmt eigentlich kein gleich so. Das gleiche Video, immer wieder, oder? Ja, wo echt schauen will. Und dann noch Reactions drauf. Das ist komisch. Immer wieder das gleiche Video. Ja, aber es ist darum, der Trick ist echt so krass. Es ist unglaublich. Aber nach 10 Mal schauen, hast du irgendwie gesehen? Nein, eben nicht. Es gibt Sachen, wo es gibt sogar das Subreddit, Better Every Loop heisst es, wo du so etwas siehst und es noch 2-3 Mal musst du sehen, dass du genau verstehst, was abgegangen ist. Oder so. Aber den verstehst du nicht, ich weiß nicht, wie man das macht. Ah, ist Magie. Es ist wirklich Magie. Kann man zaubern? Sogar der Penn Jillette von Penn & Teller hat gesagt, das ist der beste Kartenmagier, den es auf der Welt gibt. Wenn er etwas sagt, dann muss man ihm zulassen. Dann muss man ihm zulassen. Glaubst du, es gibt Magie? Glaubst du, man kann zaubern? Nein. Es ist Definitionsverdacht. Also, es gibt so ein gutes Lied von Marteria, der sagt, fuck, wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht. Und du glaubst nicht an Wunder. Also schon eigentlich, eben, ja, das ist, was ich würde sagen. Ja. Wir haben einfach Technologie anstatt Magie. Und Technologie ist ja eigentlich im Effekt auch magisch. Es ist ja nicht ganz so Bibidi-Babidi-Bum magisch, es ist mehr so, wir haben hier ein Metall, das wir mega heiß machen und dann gibt es Dampf und dann produziert man Strom für tausende von Leuten. Wenn du so am Feldweg entlang laufst und dann so eine Blume siehst, blühst, ist das für dich nicht Magie? Mal, genau. Oder wenn du das Kinderlachen hörst? Ich habe jetzt gemeint, du spezifisch auf so die Zaubertricks. Nein, ich rede über Magie. Ja, da bin ich sehr magisch. Das ist zauberhaft, oder? Das ist zauberhaft. Das sind Wunder. Ja. Das sind echt nur Wunder. Ja. Ja, wieso lachst du jetzt? Nein, ich finde es schön, dass du Magie siehst im Alltag. Ja. Die Schuld hasst Babylachen. Nein, ich finde es schon außerordentlich absurd, was alles passiert im Universum. Das ist super komisch, oder? Und ich habe jetzt haben wir glaube ganz am Anfang auch schon mal diskutiert, dass ich auch glaube, dass alles unendlich ist. Und somit eigentlich auch die Theorie von dem Multiversum eigentlich voll daran glaube. Absolut, man. Multiversen gehen wir so auf Sachen. Warum? Ich wusste, es was so viel gibt. Nein, es ist so ein. Unüberzeugt. Eins nachmachen. Nein, weil jede fucking Franchise irgendwie das Multiverse hat müssen machen. Aha. Und du redest von Serien und so. Ja, genau. Einfach so der kulturelle Kontext, wo Multiverse ist. So mit Rick und Morty ist lustig gewesen. Ja. Und dann Spider-Man ist gut gewesen. Und jetzt ist so. Ja, im Fall. Ich finde, es devaluiert alle Stakes von der Story, wenn du weißt, dass es nachher ganz viele andere Versionen auch noch gibt, dass es eigentlich, aber wenn einer stirbt, kommt ich, man geht gleich aus einem anderen Universum holen. Das ist ein bisschen lame, aber ich meine mehr so, manchmal macht man sich ja die Gedanken über die Magie und Schönheit vom Leben und vom Alltag. Ja, wenn du am Feldweg entlang läufst und du siehst, wie Blumen blühen. Ja, und dann so ein bisschen das Korn die Eiter, wenn du so in den Sternenhimmel aufhörst. Oder ein Schmetterling auf deinem Finger landet. Wenn ein Schmetterling auf deinem Finger landet. Und dann das Kinderlachen gehört. Können wir nicht ins Feld von Gladiator gehen? Aber was ich eigentlich wollte sagen, ist, dann machst du dir manchmal Gedanken. Die einzige logische Schlussfolgerung für mich ist, es gibt ja nichts, gibt es nicht. So. Nichts. Weil nichts, wo nichts ist, muss ja etwas drum sein, damit es nichts kann sein. Und das heisst, es gibt es dem entsprechend nicht. Mhm. Das heisst, alles ist unendlich gross. Und wenn alles unendlich gross ist, ist für mich logisch, dass das alles immer, überall, immer wieder passiert. Darum, das ist meine Überlegung. Ja. Yo. Weißt du, gestern gesehen nach dem Jazz. Ich bin vom Jazz heimgelaufen, ein Jazzkonzert. Und nachher bin ich mit dem Bahnhof beigelaufen, bin da die Rolltreppe gekommen. Dann hat hier unter einem Baldachin so eine Gruppe von 10 Leuten gehabt, die singen sie und sie hatten so Schilder gehabt. Eile und rette deine Seele. Cool. Sie waren Christen. Okay. Ich finde es recht lustig, dass sie Stress machen im Fall. Also, Das ist so wie wir mit den Flirt-Tipps, wo wir ein künstliches Zeitlimit generieren. Ja. Aber so machst du es. Ein bisschen Druck aufbauen und so. Wo ich nachher schon denke, Für mich ist es weniger Druck. Du bist schnell so auf den Zug gesprungen. Ja. In meiner Theorie ist weniger Druck. Ich denke so, fuck. Es ist so ein kleines Scheissteil von dem ganzen Ding. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ist scheissegal. Also, erfreue dich ab dem Kinderlachen, wenn der verfickte Schmetterling auf deinem Daumen landet. Hab Freude dran. Mann. Mehr bleibt er nicht. Das ist alles, was er bleibt. Hab Freude, eine gute Zeit mit deinen Freunden. Und mehr gibt es gar nicht. Du hast absolut recht. Außer es ist ein giftiger Schmetterling.
Das soll ich mal sagen. Sorry, Johnny. Und das Kinderlachen ist von der Geist. I see you. Das würde aber auch die Existenz vom Afterlife beweisen. Ich wäre super glücklich, wenn ich einen Geist würde treffen. Das wäre schon cool. Das wäre super heiss. Bloß, dann kannst du eine Frage, weil technisch gesehen, wenn die Alternative ist, eigentlich für immer zu verschwinden oder ein Geist zu sein, bis du dein Business machst. Das Problem ist, wenn der Geist dann sagt, Johnny, ich bin ein Geist und es ist die absolute schlimmste Existenz erdenklich und das steht dir noch bevor und du kannst nicht ausweichen. Ja. Du wirst für immer und ewig musst du existieren und es treibt dich in Wahnsinn. Dann musst du eine Ebenezer Scrooge-Variante. Ah, stimmt. Aber das ist ja, man ist ein Geist, bis man sein unfinished Business gemacht hat. Genau, aber das ist ja letztes Mal, wenn du aus Casper ist, das so, quasi dort haben wir das gelernt. Ich glaube, das ist schon generell. Nein, Casper. Okay, Casper hat es erfunden. Also, aber das ist ja nicht deine Entscheidung. Also, es gibt ja Leute, Seelen, die gefangen sind zwischen dem und dem Nimbus. Ja, aber bis sie ihr Zeug fertig gemacht haben. Nimm. Nein. Doch, bis zum Beispiel die Rowena Ravenclaw, die Diadem hat, oder? Die ist ja in Hogwarts unterwegs und ist echt gefangen, oder? Hogwarts hat Geister und die Geister sind, wie viel Konstrukt für gute J.K. Rowling, einfach etwas, was sofort zusammenbrechen, wenn du ein bisschen darüber nachdenkst. Was ist denn, erstens, was sind die Dudes in den Bildern, wenn sie keine Geister sind? Und zweitens, wieso sind die Geister Geister? Müssen sie einfach für immer die Existenz anfangen? Ja, ich bin jetzt einfach ein lustiger kleiner Schulgeist oder mache es wieder Piefs, so ich finde, ja, fick dich für immer. Johnny, glaubst du nicht an fucking Magie und Geister? Nein, ich frage einfach. Also, vielleicht an die Frage. Also, wenn du Piefs oder der fast kopflos Nick, was ist sein. Ist das Ziel vom fast kopflosen Nick, sich den Kopf abzuschneiden und dann kann er endlich sterben? Oder muss er für immer Verantwortungsperson in der Grundschule sein? Das sind ja die, die es echt toll, de facto, oder? Er hat ja der Headless Hunt beitreten, der Nearly Headless Nick. Und er ist nicht ganz headless, darum ist er echt so wie ein Dude, der einfach fucking rumhängt und nicht mitreden kann mit den coolen Geistern, die den Kopf abgehackt haben. Aber was ich hier schnell dazu möchte sagen, Johnny, du hast ja vorhin gesagt, es wäre eigentlich noch cool, wenn du weißt, du triffst einen Geist, dann sagt er, hey, das ist Afterlife von easy, und dann weißt du, okay, wenn du stirbst, dann bist du ein Geist, bis du dein unfinished Business hast gemacht und dann wärst du ja nichts. Das heisst, so habe ich dein Game verstanden, dass du dann dein Business nicht fertig machen würdest, dass du immer hier rumhängen kannst. Und so ist es wahrscheinlich in Hogwarts, das ist wie ein Hostel für Geister, die denken, ah, ist geil, noch hier mit den Kindern rumzuhängen. Auf einen Schlag alle Geister. Bedenklich gemacht, was ich dem Auto schloss. Und so und dann noch Fragen. Ich konnte schon in den Himmel kommen, aber ich hänge es lieber. Ich bin im Schlafraum von der Grundschüler. Also ich sehe es mehr wie, das ist auch wieder Casino und Gambling und so. Es geht ja nicht nur den Himmel, es geht auch Hell. Und von dem her, willst du wirklich den nächsten Schritt wagen? Das ist die Frage. Wenn du nicht genau weißt, wo das ist. Stimmt. Wir haben auch Ghost gesehen, Nachricht von der Bär, aber jetzt sofort näher. Nein, je nachdem aber auch nicht. Aber dort musst du näher als Whoopi Goldberg mit deiner Frau schlafen, was schon wieder ein ganz anderes Level ist. Ja, das stimmt. Aber Johnny, noch wichtig. Wichtige Frage von mir an dich: Wer ist für dich schlimmer, J.K. Rowling oder James Cameron? Sie sind beide mega mühsam. Wenn James Cameron wird Harry Potter verfilmen. Johnny, not a game. Ausdüde animiert. the world of Harry Potter. Es gibt jetzt aber neue. Also, sorry, stimmt, es wird ja neu verfilmt. Oder eine Serie, oder was gibt es? Nein, sie dürfen alle Filme nochmal machen. Es ist wieder eins von denen. Ja, es muss nicht existieren, wäre wahrscheinlich besser, wenn es nicht, aber Cash. Aber ich habe gemeint, es gibt wie noch eine Fortsetzung. Nein, ich habe gelesen, es gibt eine Serie. Ja, es gibt eine Serie? Nein, sie machen alle Filme nochmal. Ich habe gelesen, eine Serie. Keine Ahnung. Es gibt beides. Mir verstanden ist Filme gesehen. Vielleicht machen sie gerade beides. Ja. Und, Cash ist beide noch. Weil da die dumme Fantastic Beasts-Series überhaupt nicht zustande kam. Also, es war einfach ein mega Flop in Termen von. Aber jetzt einfach, ich habe gemeint, es gibt eben eine Serie, wo wie weit, wo der Harry Potter nicht Professor ist. Ah ja, wahrscheinlich machen sie nicht Aurora Ghost Hunter Serie. Ja, ich freue mich auf alles. Ich bin Harry Potter until I die, man. Aber du hast ja auch nicht Rings of Power geschaut.
Nein, das ist scheiße, ja. Aber es ist das gleiche Prinzip. Es ist nicht Shit, man. Aber ich darf nicht, vorher sagen, dass es nicht gut ist. Okay. Du gibst ihm eine Chance. Ich gebe ihm eine Chance, ja. Okay. Also manchmal habe ich es ja auch wie gerne. Ich habe jetzt zum Beispiel alle verschiedenen Spider-Mans geschaut, die es gibt. Alle? Also viele, die im ursprünglichen Spider-Man... Japanische Spider-Man? Nein, also italienische Spider-Man? Ja, warte schnell. Pinarino. Nicht alle. Also einfach so die drei Haupt-Spider-Man von Hollywood-Spider-Man, die ich gerne geschaut. Und dort ist es ja auch so, ich sage es mehr wegen dem, wo manchmal weißt du schon, was kommt und manchmal erfreust du dich dann so dem, so, ah, geil, jetzt kommt das, ah, das ist das, findest du ja manchmal schon geil. Ja, das ist auch der Grund, wieso man 15 Mal das gleiche YouTube-Video schaut, oder? Was? Genau, ja. Ja, genau, wo man an Magie glaubt. Ja, okay, wir müssen unterscheiden zwischen seinen Geschichten mit dem Spider-Man drin oder ist die identische Geschichte einfach nochmal erzählt? Das ist das Remake von Spider-Man 1, weil meiner Meinung nach bräuchtest du das auch nicht. Ja. Aber Spider-Man ist einfach... Grund oder die ganzen Superhelden-Typen sind ja einfach so, welche Formen von Geschichten lassen sich gut in die Figuren interpretieren. Ja. So wie Superman eigentlich eine gute Figur ist für Menschlichkeit und Hoffnung können zu repräsentieren. Mhm. Und Leute, die nicht mit dem Superman umgehen in den Storys, sind einfach, ja, es geht darum, dass er das grosse Ding puncht. Und wenn der Winkel, ist eine andere Geschichte. Der dümmste Superheld, was geht, ist der Superman. Aber nein, technisch gesehen. Es ist eine Meinung, die ich sehr gut verstehe. Und auch lange das Ding ist, es ist einfach. In dem Alles ist, wo er immer der Größte oder der Stärkste ist. Ja, es gibt nicht wirklich Stakes für einen. Ich finde zum Beispiel Batman viel cooler. Cooler, 100%. Ja, ist so solche Sachen. Oder Iron Man, wo der so, finde ich cooler. Das sind so Sachen, die ich cooler finde. Ich finde der Wagner ein bisschen komischer Dude bei X-Men. Der Dude, Das ist schon wieder der Wagner. Der komische Echse-Dude, Mann. Du meinst den Nightcrawler. Ja, er heisst irgendwie... Ja, Nightcrawler. Irgendetwas Wagner. Das ist wirklich ein komischer Dude. Aber so eine gute Action-Szene, wo der Präsident von den Vereinigten Staaten... Ich sehe, wieso er nicht so gut ist, aber... Wo er dort... angreift, das Attentat. Ja. Gut gemacht. Oder euer Lieblingsweiblich Superheld? Gibt es so etwas? Also eigentlich gerade Lara Croft, aber das ist ja Modi, der ist alles super. Ich würde sie mehr als allgemeine Heldin definieren. Aber Superheldin? Ich hatte gerne She-Hulk als Kind, wo Big Lady. Okay. She-Hulk, ja. Okay, krass, gute Überlegung. Noch schwierig. Supergirl. Es gibt natürlich schon viel mehr. Ja, es gibt die Leime abgeklatscht, wenn er einfach Batgirl und Supergirl. Catwoman. Catwoman ist halt nicht mehr Antagonist. So ein Grau. Grau klassisch wäre ja Wonder Woman. Die ist noch easy, ja. Mit der kann ich halt wie gar nicht. Aber für mich ist Wonder Woman so. Nein, das ist eine Kriegerin. Das ist eben nicht so möchte gerne. Ich krypte so irgendwie. Ich habe ein bisschen Superkräfte bekommen. Die Queen Maeve von The Boys. The Boys. Ja. Die ist super. Die ist so eine Wonder Woman-Analoge. Ja, genau. Wonder Woman hat auch, sie hat auch so ein bisschen bedenkliche Vergangenheit, wo sie von Weirdos geschrieben worden ist. So, früher war ihre Schwachstelle, gewesen, dass sie irgendwie vom Mann hat müssen gefesselt werden und er hat ihre Kräfte verloren. So. Wow. Ich weiß nicht. Es gibt schon einen Film rausgekommen über die Sexualisierung von weiblichen Hauptdarstellerinnen und Heldinnen. Ich weiß gar nicht, wie der Film heisst, das hat man gerade im Radio gehört. Okay. Ich habe jetzt gerade den Sinn gekommen. Ja, aber das ist das Ding, ist, wo die Männer irgendwie... Egal, ja. Ich finde, es sollte einfach alle immer hart sexualisieren oder es gerade lassen. Ja. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ja. wenn wir schon Plugs rausholen, habt ihr etwas? Was haben wir? 16. November ist die nächste Ausgabe vom PubQuiz. Letztes ist extrem lustig gewesen, merci für alle, was ich komme. 16. November im Stellwerk PubQuiz. Man kommt zu Hause. Morgen. Ah, okay. Ich bin heute in einem Poetry Slam, aber der ist Shows verkauft. Poetry Slam. Ja, das hätte ich hart gehört. Ist voll easy. Der Lörl hat mir gestern Shoutout an Lörl vom Podcast, hat mir gestern dort schauen. Aha. Wo er fängt, er will zumindest anschauen. Aha. Was hat er denn? Er hat schon gemerkt, dass er wie Poetry Slam auch hasst. Irgendwie. Ja. So. Shoutout an Lörl. Ganz so fest wie du, was hat er geschrieben? Wo war es?
Ah, genau. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß eben nicht, ich habe keine Gästeliste, weil es ist so eine Open-List, wo man sich anmelden kann, bla bla. Und ich habe gesagt, ja, ist eben voll. Ich weiß nicht, ob es noch Abendkassentickets gibt, hat der Lörer geschrieben. Ist doch kein Ding, ist doch gut, wenn es ein bisschen voll ist, auch wenn es eine niedere Kunstform ist. Ah, Lörer, Mann, was für ein geiles Ich. Wo kommt, bevor wir jetzt schnell aufhören, muss ich noch schnell fragen. Wo der 30. November Stand-Up. Doch auch wieder. Woher kommt der Hass auf Poetry Slam? Weil es echt kein Können dahinter ist. Nichts. Das ist kein Skill. Es ist nicht Poesie und es ist nicht Comedy. Yeah. Und darum muss nichts von beiden, muss keins von beiden Ansprüche erfüllen. Es muss weder kulturell wertvoll sein, noch lustig. Yeah. Aber das tut so, als wäre es. Und alle, die uns einfach so hochstellen und sagen, ah ja, sind die hohen Zeugs drin interpretieren. Das ist so wie zum Teil moderne Kunst und so, wo ja cool kann sein, aber manchmal wird da viel zu viel reinterpretiert und ich so, oh mein Gott, die Banane, die da an der Wange angeklebt ist, ist wegen der Message vom Jahrtausend. Und ich so, hey, Bro. Aber was sagst du den Leuten, wenn sie zum Beispiel kommen und sagen, hey, ah, fuck Stand-up, komm, das kann ja jeder, das ist super easy. Nein, das kann nicht jeder, aber du musst Leute zum Lachen bringen. Ja. Es gibt eine Resonanz. Es hat einen Maßstab, was daran klar gemessen werden. Wenn niemand lacht, dann kann es jeder machen. Oder? Aber wenn du Leute zum Lachen bringen willst, dann musst du einen Skill haben und du musst irgendwie das Zeug so rechtfertigen oder zusammenbauen, dass nachher wirklich etwas rauskommt. Aber wenn du echt da stehst und eben ein paar Wörter zusammen schaufeln und irgendwie eine tiefe Meinung rein interpretieren und so, dann musst du musst nichts können. Das ist keine Kunst. Das ist eine klare Aussage. Yeah. Ja, ich habe noch einen Erfahrungsbericht gegeben, wie es mir ist gegangen bei meinem ersten Poetry Slam, meine Sache. Finde ich super, man. Es wäre lustig, wenn ihr mega zusammengeschlagen würdet, weil wir so, das ist gar nicht Poetry Slam. Ja, voll. Ja. Und du hast noch einen Teaser machen für nächstes Mal, oder? Wegen dem Jugendwort. Das haben wir heute nicht diskutiert. Ah ja, stimmt. Stimmt, wir müssen noch Teaser machen. Inzwischen ist das Jugendwort vom Jahr gewählt worden. Und wir diskutieren es erst in der nächsten Folge, wenn der Host dabei ist. Mhm. Und ich und der Reto haben ein kleines Side-Project gestartet. Und zwar ein Disco Elysium Let's Play, wo wir auf YouTube gestellt haben. Auf welchem fucking Kanal? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, du hast verlinkt. Ich habe verlinkt. Der Jules verlinkt. Du hast verlinkt. Das ist geil. Hey, oder gut. Willkommen mit. Ein schön euch. Ja, hey, merci fürs Zuhören. Und merci, dass ihr da gesehen, Jungs. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ade.